Folge Roblox. Heute werde ich adoptiert von einer hässlichen und von einer Modelfamilie. Let's go! Okay, wir sind hier schon auf dem Weg zur Adoptionsagentur. Mal gucken, ob die für uns eine neue Familie haben. Hallo, guten Tag. Ah, schönen guten Tag, Ronja. Was suchst du denn? Ich bin auf der Suche nach einer neuen Familie. Mit der letzten hat es nicht so gut geklappt. Aber, was habt ihr denn so an Kandidaten da? Oh, das trifft sich gut. Wir haben gerade zwei neue Familien. Die sitzen hinten im Kindergarten. Vielleicht kannst du da einmal hingehen und dich vorstellen. Alles klar, mache ich. Dankeschön. Oh mein Gott, da sind schon zwei. Okay, die rechte sieht auf jeden Fall aus wie ein Model. Die sieht richtig, richtig cool aus. Und die linke, fragwürdiges Outfit. Naja, gut. Hallo, ich bin Ronja. Seid ihr auf der Suche nach einem neuen Kind? Ja, genau. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Tochter. Du siehst perfekt aus für uns. Okay, schon mal ein Interessent. Und was ist mit dir? Ja, genau. Mein Mann und ich, wir suchen auch gerade eine Tochter. Du siehst aus, als würdest du perfekt in unsere Modelfamilie passen. Beides sehr verlockend. Okay, ich glaube, ich würde für beide eine Testwoche machen und dann kann ich mich entscheiden. Wie klingt das? Ja, na klar. Du kannst gerne eine Woche bei uns wohnen. Ja, sicher. Das klingt super. Dann wohne ich zuerst bei der... Ich weiß gar nicht, wie ich es anders nennen soll. Bei der hässlichen Familie, schätze ich mal. Ich sag kurz der Adoptionslady Bescheid. Dann kann ich mit dir nach Hause gehen. Alles klar, mach das. Das heißt, ich wohne jetzt eine Woche bei der hässlichen Familie und danach ziehe ich eine Woche zur Modelfamilie. Und am Ende der Folge entscheiden wir, bei welcher Familie es sich besser wohnt und zu wem ich dann tatsächlich ziehen möchte und bei wem ich adoptiert werde. So, guten Tag. Ich würde einmal gerne die Papiere ausfüllen. Sag mal, sind wir bald da? Wie lange denn noch? Oh mein Gott, hast du kein Auto? Nein, ein Auto habe ich nicht. Aber wir können doch mit der Bahn fahren. Oh mein Gott, ich hasse Bahnfahren. Bahnfahren ist das Schlimmste auf der Welt. Da drin riecht es immer irgendwie nach Schweiß und es ist voll. Und der Kontrolleur ist immer echt, echt doof und fragt immer nach meinem Ticket, obwohl ich eins habe. Und ich bin immer richtig gestresst. Naja, gut. Hier ist dein Haus? Ja, genau. Hier wohnen wir. Ach, das sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Ich hatte Schlimmeres erwartet. Okay, und da ist wohl mein neuer Vater. Oh mein Gott, das ist wirklich die hässliche Familie. Der sieht ja furchtbar aus. Entschuldigung, guten Tag. Ich bin Ronja, ich bin eure neue Tochter jetzt für eine Woche. Oh, hallo Ronja, schön dich kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Vielleicht willst du mal zum Zahnarzt gehen? Ach, nein, nein, der Zahn fehlt gar nicht. Ich habe den nur schwarz angemalt. Ah, das ist ja eine coole Entscheidung. Na gut, dann schaue ich mich mal um. Ist auf jeden Fall ganz süß hier. Ich gucke Fernsehen, meinetwegen. Was haben wir hier? Ich glaube, das ist unsere Garage. Hier ist eine Küche. Das sieht eigentlich ganz süß aus. Wo schlafe ich denn? Ah, hier oben geht's hoch zum Schlafzimmer. Okay, das ist eigentlich ganz hübsch. Alles klar. Aber sag mal, Ronja. Ja? Du siehst nicht ganz aus, als würdest du in unsere Familie passen. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Ich suche dir ein hübsches neues Outfit raus. Oh Gott, ich dachte schon, dass das passieren wird. Was ist denn mit meinem hübschen Kleid? Gefällt dir das nicht? Ja, das Kleid ist okay, aber es passt halt einfach nicht ganz zu unserem Style. Wie soll ich das freundlich sagen? Euer Style ist voll hässlich. Was? Unser Style ist doch nicht hässlich. Unser Style ist alternativ. Wir sehen halt nicht aus wie jedermann hier in der Stadt. Ja, das kannst du laut sagen. Na gut, dann zeig mal, was du rausgesucht hast. Komm mit hoch, ich führe dich zum Kleiderschrank. Dann ziehe ich mich wohl um. Mal gucken, wie ich danach aussehe. Oh mein Gott, ich habe Angst. Okay, ich ziehe mich kurz um. Oh mein Gott, das ist mein neues Outfit. Was ist das denn für ein T-Shirt? Summer Camp? Wann habt ihr das denn hochgeholt? Das ist ja furchtbar. Ah, gut, siehst du aus. Aber irgendwas fehlt noch. Oh nein, bitte sag nicht, ich muss zum Friseur. Das Einzige, was ich noch habe, sind meine schönen, langen, blonden Haare. Die kannst du mir nicht nehmen. Ach, ich weiß nicht, mit den Haaren, die sehen irgendwie ein bisschen zu gezwungen aus. Als würdest du es zu sehr versuchen. Aber ich will es doch auch versuchen. Ich will doch irgendwie ablenken von meinem Summercamp-T-Shirt. Und von wann ist diese Hose? Ist die von 1803? Nein, die haben wir ganz frisch aus dem Supermarkt. Aus dem Supermarkt? Wer kauft denn seine Kleidung im Supermarkt? Die gab es im Deal. Das war überhaupt gar kein Ding. Da gab es drei so Hosen für 5 Euro. So sieht sie auch aus. Die ist auch voll kratzig. Die fühlt sich überhaupt nicht gut an. Nein, guck mal, lass doch mal deinen Vater sagen, was er dazu denkt. Okay, hallo neuer Papa. Was denkst du zu meinem Outfit? Bist du zufrieden? Findest du das schön? Findest du das wirklich schön? Sag ehrlich. Ja, sieht doch super aus. Ihr habt alle keinen Geschmack. Na gut. Aber ich schätze, das ist das, worauf man sich einlässt, wenn man in einer hässlichen Familie zieht. Dann muss man halt damit leben, dass man vielleicht auch nicht immer die hübschesten Sachen hat. Aber es kommt ja auf die inneren Werte an und nicht auf die äußeren. Deswegen alles gut. Bring mich zum Friseur. Ich gehe ja schon mit. Ah, okay, okay. Dann komm mal mit. Okay. Oh Gott, wir müssen wieder in die Stadt Bahn fahren, oder? Bahnfahren macht doch Spaß. Nein, ich hasse Bahnfahren. Okay, na gut, auf in die Stadt. Oh mein Gott.
Gott, wie lange fahren wir denn noch? Ich sag euch, es wäre schneller gewesen, einfach in die Stadt zu laufen. Ach, in die Stadt laufen, das ist überhaupt nicht die gleiche Erfahrung. Das macht doch auch keinen Spaß. Guck mal hier, wie die Bahn fährt. Ja, hippie, wie die Bahn fährt. Okay, jetzt glaube ich, sind wir da. Kommt mit. Ich weiß schon, wo es zum Friseur geht. Ich war früher oft da, aber ich glaube, heute wird nicht so der schönste Besuch werden. Ach, beim Friseur, wir machen dir was Hübsches. Du wirst dich freuen. Leute, es ist überhaupt niemand da. Ich glaube, wir müssen den Friseurbesuch verschieben. Nein, keine Sorge. Wir können doch hier alles selber machen. Ja, genau. Ich weiß doch, wie man mit einer Haarschneideschere umgeht. Dann, tut euer Schlimmstes. Ich bin gespannt. Okay, tatsächlich ist das gar nicht so schlecht geworden. Dankeschön. Ich meine, ich mag die Locken. Grundsätzlich. Es sieht ein bisschen aus wie meine Frisur, wenn ich mich nicht kämme. Aber, ja, ist okay. Jetzt auch noch färben? Ja, genau. Setz dich hin. Okay, bitte eine gute Farbe, bitte eine gute Farbe, bitte eine gute Farbe. Hm, was machen wir wohl? Das ist Mintgrün. Bist du sicher, dass du die richtige Farbe gedrückt hast? Jupp. Aber Mintgrün passt doch überhaupt nicht zu Orange. Ich sehe richtig komisch aus. Nein, du siehst jetzt aus, als würdest du zur Familie gehören. Ganz genau, du siehst super aus. Wisst ihr was, so schlimm ist es gar nicht. Ich glaube, ich werde mich dran gewöhnen. Mit dem Summercamp-T-Shirt bin ich auch warm geworden. Es ist alles eine Frage der Gewohnheit. So schrecklich ist es gar nicht. Das ist die richtige Einstellung, meine Tochter. Oh Gott, es ist schon so spät. Ich muss in die Schule. Oh, ja stimmt. Geh mal hin. Ja, okay, was ist das denn hier für eine Arbeitsentscheidung? Ja gut, dann gehe ich halt in die Schule. Tschüss, wir sehen uns nachher zu Hause. Macht's gut. Oh Gott, ich werde doch garantiert gemobbt werden, so wie ich aussehe. Die Leute, die erkennen mich gar nicht wieder. Okay, was haben wir als nächstes Fach? Mathe. Hier ist mein Buch. Perfekt, dann habe ich das schon mal alles vorbereitet. Oh, hi. Wer bist du denn? Bist du eine neue Schülerin? Nein, ich bin's, Ronja. Ronja? Dich habe ich gar nicht erkannt. Wie siehst du denn aus? Ja, ich weiß, du hast recht. Ich hatte ein kleines Umstyling hinter mir. Ich bin in einer neuen Familie jetzt adoptiert worden. Oh mein Gott, renn so schnell du kannst. Du siehst ja schrecklich aus. Ja, danke für nichts. Weißt du was? Deine Mütze ist vielleicht auch fraglich. Es ist Sommer. Wer hat eine Mütze auf im Sommer? Immerhin sehe ich nicht aus, als wäre ich gerade aus der Altkleidersammlung gekommen. Hey, das ist voll gemein. Weißt du was? Ich hole mir was zu essen. Ich muss mir das nicht länger anhören. Ich hab schon gedacht, dass sowas passieren würde. Aber da muss man sich vielleicht einfach dran gewöhnen. Aussehen ist nicht alles. Ich will hier in der Schule gute Noten schreiben. Ich bin hier, um was zu lernen und nicht für einen Fashion Contest. So, was haben wir denn hier im Angebot? Eine leckere Pizza. Oh, hi. Wie siehst du denn aus? Wen lassen die mittlerweile in unsere Schule rein? Oh Gott, jetzt geht's weiter. Oh mein Gott, geh dich schnell mal umziehen. Oder weiß ich nicht, was hast du denn hier für fragwürdige Entscheidungen getroffen? Hallo, die Haare sind der neueste Schrei. So, nächste Woche trägt das jeder. Ich glaube nicht. Ich glaube ja auch nicht. Du hast ja recht, aber ich bin in einer neuen Familie. Ich habe keine Wahl, okay? Kein Grund, mich zu mobben. Ja, das sagst du vielleicht, aber guck mal in den Spiegel. Ganz ehrlich, ich esse jetzt meine Pizza und danach gehe ich in Unterricht. Und ich habe gar keine Lust mehr mit euch zu reden. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Mama, Papa, ich hatte voll den furchtbaren Tag in der Schule. Alle haben sich über mich lustig gemacht mit meinem neuen Outfit. Oh nein, mein Schatz, wirklich? Ja, ich brauche unbedingt ein neues T-Shirt. Oh, spürst du das, Liebling? Ganz, ganz schlechte Schwingungen hier im Haus. Was für Schwingung? Nein, das Problem ist mein Outfit, Leute. Mein Outfit und meine Haare. Das Problem ist ein anderes. Ich glaube auch. Was ist das Problem, wenn es nicht mein Outfit ist? Ja, die Geister. Ja, offensichtlich die Geister. Wovon reden wir denn jetzt? Was für Geister? Wieso sind hier Geister? Ja, sag mal, spürst du das nicht? Wir müssen sofort zur Geisterjägerin. Ganz genau. Komm mit. Dann gehen wir wohl zur Geisterjägerin. Schätze ich mal. Du bleibst zu Hause? Ja, genau, ich bleib zu Hause. Ich gucke, ob ich vielleicht schon irgendwas machen kann. Ich wusste nicht mal, dass unsere Stadt eine Geisterjägerin hat. Oh, doch, doch, die holen wir ab und zu. Es gibt öfter Probleme mit Geistern hier bei uns im Haus. Ah, na super. So, da wären wir. Okay, wir sind beim Rathaus. Seit wann sind hier Geisterjäger? Paranormale Aktivitäten. Es gibt tatsächlich einen Geisterjäger hier in Brookhaven? Ja, klar, sag ich dir doch. Ja, schönen guten Tag. Wir haben Probleme, so das Übliche. Das Übliche. Die Geister bei euch im Haus Nummer 15, war das? Ja, ja, genau. Ja, sind die wiedergekommen, ja? Obwohl wir bei der letzten Session so gut dran gearbeitet haben. Ja, wir, also meine Frau und ich, wir haben direkt die Schwingung gespürt. Ja, das ist gut, dass sie da mittlerweile so in Touch mit sind, dass sie das direkt erkennen. Nicht, dass noch was Schlimmeres passiert. Alter, wovon redet ihr? Ich habe überhaupt gar keine Schwingung gespürt. Ah, und du bist?
Ich bin die neue Tochter von der Familie. Die haben mich adoptiert. Ich wohne hier testweise für eine Woche. Oh, dann hast du Glück. Du bist wirklich in eine fähige Familie gekommen. Du wirst niemals Probleme mit Geistern haben. Okay, ich hatte jetzt zwar noch nie so Probleme mit Geistern, aber das freut mich auf jeden Fall. Klasse. Okay, keine Zeit zu verlieren. Wir müssen direkt die Geister eliminieren. Ja, worauf warten wir? Schnell nach Hause. Oh ja, ich spüre es schon. Die Situation ist auf jeden Fall schlimmer als gedacht. Ja, ganz genau. Es ist noch schlimmer geworden als vor 5 Minuten, als wir hier rausgegangen sind. Und was machen diese Geister? Also, wo sind die? Ich sehe hier wirklich nichts. Warte, wo ist meine Mom? Oh, deine Mutter, die hat sich vielleicht schon als Opfer für die Geister gegeben. Wie als Opfer für die Geister? Wo sind wir denn hier? Ja, ich habe auch gar kein gutes Gefühl bei der Sache. Nun, wir reinigen schnell das Haus. Dann kann nichts Schlimmes mehr passieren. Das ist verrückt. Es ist verrückt. Ich dachte, ich gehe hier einfach in eine Familie. Jetzt sind hier angeblich Geister. Aber da hat sich der Fernseher gerade selber ausgeschaltet. Was ist hier los? So, Geister, verschwindet. Ich werde euch wieder in euer Land zurücktreiben, wo ihr herkommt. In die Geisterwelt. Ich glaube, meine Familie hat nicht nur einen furchtbaren Geschmack, was Mode angeht. Die ist auch noch verrückt. Wisst ihr was? Meine Testwoche ist vorbei. Ich gehe wieder in die Adoptionsagentur. Wenn du meine Mutter siehst, dann sag auf Wiedersehen von mir. Ciao, ciao. Nun dann, es ist deine Entscheidung. Viel Erfolg. Das ist ja wahnsinnig. Es gibt überhaupt gar keine Geister. Die spinnen doch alle. Oh mein Gott, ich freue mich schon so, endlich bei der anderen Familie zu wohnen. Das kann ja nur besser werden. Und eine Modelfamilie. Das heißt, ich kriege auch coole Outfits garantiert. Oh mein Gott, ist deine Woche schon rum? Willkommen! Ist das mein neues Zuhause? Es sieht ja super cool aus hier. Ja, genau. Ich führe dich einmal kurz rum. Oh, wow. Das sieht ja wunderschön aus. Das ist einfach so ein Strandhaus. Hier ist überall Wasser. Wir haben eine eigene Wasserrutsche. Oh mein Gott, ist das hübsch hier. Wow. Es ist alles so schön und so groß und so offen. Oh mein Gott, okay. Wir haben hier draußen so eine Liegeterrasse. Ja, genau. Also, hier ist die Wasserrutsche, da vorne ist der Pool und da ist unser Wohnzimmer. Okay, das ist fantastisch. Aber sag mal, wie siehst du denn aus? Da wollte ich auch schon mit dir drüber sprechen. Ich bin bei der hässlichen Familie gewesen und die hatten keine guten Outfit-Auswahlen für mich und mein Kleid ist weg. Kein Problem, wir finden schon was Schönes für dich. Wir haben einen riesen Kleiderschrank voller Outfits, die ich von Fashion-Shows mitnehmen durfte. Ich finde was Hübsches. Okay, perfekt. Oh mein Gott, endlich mein neues Leben kann anfangen. Ich spüre es schon, hier sind keine komischen Geister. Kein Quatsch. Das Haus ist riesengroß und wunderschön. Ich meine, oh mein Gott, guckt einfach mal dieses Wohnzimmer an. Oh, hier ist mein neuer Vater. Du siehst auch voll cool aus. Hi. Oh, hallo. Meine Frau hat schon gesagt, dass du heute kommst. Hi, ja, ich bin Ronja. Willkommen bei uns in der Modelfamilie. Ich kann es kaum erwarten. Okay, Ronja, lass mich dir dein Zimmer zeigen und dann suchen wir dir was Hübsches raus. Und mit deiner Frisur, warte, das fixe ich auch kurz. Wow, hier oben ist noch ein Wohnzimmer. Ich habe 2 Wohnzimmer. Oh mein Gott, hier sind so riesen Torbögen. Ist hier mein Schlafzimmer? Oh, das ist voll süß. Und hier ist meine Garderobe. Ja, wir haben dir schon ein paar Sachen rausgesucht. Ich glaube, wir finden sicher was Hübsches. Okay, ich werde es versuchen. Bis gleich. Oh mein Gott, das Outfit ist so hübsch. Das sieht so süß aus. Ich fühle mich wie eine echte Barbie. Also, bis auf die Haare. Naja, gut, aber das sollte meine Mutter jetzt ja fixen können. Mama, ich bin umgezogen. Dann komm mal runter, mein Schatz. Okay, und was denkt ihr? Neues Outfit, wie gefällt's euch? Oh, du siehst bezaubernd aus. Ja, viel besser als das, was du davor anhattest. Okay, und was machen wir jetzt mit meinen Haaren? Ah, bleib kurz stehen, warte, ich mach das. Und fertig. Wow, oh mein Gott, die sind so hübsch. Die sind tatsächlich auch gebürstet. Sie haben keine komische Struktur mehr. Ich sehe wieder aus wie ein echter Mensch. Dankeschön. Kein Problem. Aber sag mal, wie willst du denn eigentlich morgen in die Schule kommen? Wahrscheinlich mit der Bahn, oder? Nein, wir haben ein Auto für dich. Oh, ihr habt ein Auto für mich? Ich habe gar keinen Führerschein. Ich bin viel zu jung dafür. Ich habe noch gar keinen Führerschein gemacht. Oh, du hast keinen Führerschein? Das müssen wir sofort ändern. Okay, dann hole ich mir wohl jetzt mal meinen Führerschein ab in die Fahrschule. Ich kann es kaum erwarten. Warte, warte, warte. Was für ein Auto kriege ich? Wir haben einen kleinen Sportwagen für dich in der Garage stehen. Den kannst du benutzen. Was für ein Sportwagen? Ich kriege einen Sportwagen? Ja, na klar. Wie willst du denn sonst in die Schule kommen? Halt mit der Bahn, ne? Aber oh mein Gott, einen Sportwagen. Es ist fantastisch. Mein Leben ist wunderbar. Okay, dann ab in die Stadt, oder? Zum Führerschein machen? Yes, genau. Komm einfach mit. So, und da wären wir auch schon bei der Fahrschule. Okay, wie aufregend. Oh mein Gott, hier sind schon die Fahrschulautos. Wahrscheinlich mit einem Sportwagen üben ist auch gar nicht so clever. Dann fahre ich lieber erstmal mit einem normalen Auto. Ja, genau. Geh einfach rein. Die Fahrschule ist direkt vorne links. Okay, dann sehen wir uns nachher, Papa. Mach's gut. Ja, bis nachher. Okay, okay, okay. Fahrschule, meine erste Fahrstunde. Wie aufregend. Hallo, schönen guten Tag. Ah, da ist schon jemand. Hallo.
Oh, hi, du möchtest deinen Führerschein machen? Genau, ich bin hier, um meinen Führerschein zu machen. Sehr gutes Timing. Wir haben gerade noch einen neuen Kurs offen. Okay, perfekt. Kann ich dann direkt Fahrstunden nehmen? Genau, folg mir einfach. Draußen das kleine lila Auto ist für Fahranfänger. Okay, perfekt. Das klingt doch ganz gut. Ah ja, das Kleine. Das sieht doch süß aus. Da habe ich keine Angst vor. Zack, einmal einsteigen. So. Okay, hattest du denn schon mal Fahrunterricht? Nein, das ist meine erste Stunde. Alles klar. Okay, das Gaspedal ist rechts, deine Bremse ist links und die Kupplung ist noch weiter links. Okay, so, bevor du anfängst, einmal bitte anschnallen, links, rechts gucken, schauen, ob mit dem Auto alles richtig ist und dann fahr mal los. Okay, alles klar, here we go. Und let's go. Oh mein Gott, meine erste Fahrstunde. Hier rechts abbiegen, genau. Oh, hier ist meine Schule. Okay, dann kannst du mal einparken üben. Okay, hier ist ein Parkplatz. Zack, einmal eingeparkt. Wow, du bist ein Naturtalent. Oh, danke schön. Mama, Papa, meine erste Fahrstunde war super. Meine Lehrerin meinte, ich bin richtig gut. Oh, wir haben nichts anderes von dir erwartet, mein Schatz. Ja, wir sind so stolz auf dich. Oh, danke schön. Ich glaube, wenn ich noch so 3-4 Stunden mache, dann habe ich es wirklich drauf. Und dann kann ich bald selber in die Schule fahren und habe meinen eigenen Führerschein. Bis dahin kann ich der Fahrer bringen oder so. Warte, wir haben einen Fahrer? Natürlich haben wir den Fahrer. Wir sind ja auch super reich. Wir sind ja auch alle Model. Ja, na klar haben wir einen Fahrer. Was denkst du denn von uns? So, jetzt aber ab zum Unterricht. Aber heute ist Samstag, heute ist gar keine Schule. Doch kein Schulunterricht, du Dursel. Natürlich Laufstegtraining. Du sollst ja schließlich auch ein Model werden. Oh mein Gott, Laufstegtraining? Na klar, das macht voll Sinn. Ich bin ja in der Modelfamilie, das heißt, ich muss ja auch lernen, selber zu modeln, damit ich hier meiner Familie nur Ehre mache. Okay, ich mache dir hier gerade noch deine letzten Strähnen, okay? Ja, perfekt. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Wie aufregend. Warte, hier ist so ein bisschen der Backstage-Bereich. Und da vorne ist der Laufsteg? Ganz genau. Okay, du hast noch nie gemodelt, oder? Nein. Es ist eigentlich ganz einfach. Du willst nur mit 4 Schwung den Laufsteg runterlaufen und so aussehen, als wäre dir alles so ein bisschen egal. Oh, alles klar, das kriege ich hin. Du hast das. Du gehörst ja schließlich jetzt in unsere Familie. Da haben wir natürliches Talent dafür zu modeln. Ich habe das beim ersten Mal perfekt hingekriegt. Versuch mal dein Glück. Wie aufregend. Okay, okay, okay. Dann versuche ich es mal. Okay, hier ist der Laufsteg. Und 3, 2, 1. Ich muss ja nur nach vorne und nach hinten laufen. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Warte, ich versuch's nochmal. Langsam, langsam, langsam. Posen, posen. Und dann wieder zurücklaufen. Okay, ich glaube, ich hab's hingekriegt. Sehr gut, wir sind so stolz auf dich. So, meine zweite Woche ist abgelaufen. Ich habe jetzt eine ganze Woche bei einer Modelfamilie gelebt und eine Woche bei der Hässlichen. Und ich glaube, es ist Zeit, dass ich meine Entscheidung treffe, von wem ich jetzt adoptiert werden möchte. Und ich glaube, ihr alle wisst, was meine Entscheidung sein wird. Ihr könnt gerne auch mal in die Kommentare schreiben, bei wem ihr lieber wohnen würdet. Aber ich entscheide mich ganz klar für die Modelfamilie. Ich möchte von euch adoptiert werden und für immer bei euch wohnen. Yay, super, wir freuen uns so. Du passt perfekt in unsere Familie. Nichts für ungut, aber ihr wart mir ein bisschen zu verrückt. Ach, keine Sorge. Wir hatten eh das Gefühl, du hast Geister angezogen. Ach, ja, ja. Nee, klar, das macht Sinn. Alles klar, dann war's mit dieser Folge Modelfamilie versus hässliche Familie in Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss.